Ich bleibe dabei, auch Frau Scholzen, es sind zwei verschiedene Dinge. Wir haben einerseits die Frage, hat es Geld gekostet? Ja, die Pandemie hat den Familien mit schulpflichtigen Kindern Geld gekostet, wenn man denn den Anschluss beibehalten wollte. Das spielt überhaupt keine Rolle, ob dann viel gemacht wurde oder nicht. Das haben wir ja gar nicht bestritten. Tatsache ist aber, wenn man dem Fernunterricht digital folgen wollte, und Kollege Freches hat es ja auch noch gesagt, es geht ja nicht nur um das Endgerät, es geht um Drucker, es geht um Druckerpatronen, es geht um Papier, es geht um vieles mehr. Und ich sage nochmal, die Familien haben Geld ausgeben müssen. Und als die Regierung der deutschsprachigen Gemeinschaft nachgefragt hat, braucht ihr noch Endgeräte? Da waren ja schon einige Monate ins Land gegangen und auch der Fernunterricht ist einige Monate schon organisiert worden. In dem Sinne mussten sich ja die Familien schon organisieren. Nur diejenigen haben sich dann wahrscheinlich gemeldet, wenn sie sich überhaupt aus Scham, überhaupt trotz Scham gemeldet haben. Das kann man ja auch nicht ausschließen. Gab es ja schon einen gewissen gedeckten Bedarf. Deswegen in meinen Augen, Ostbelgien ist auch hier keine Insel. Und wenn wir die Rückschlüsse aus der FG haben, dürfen wir auch nicht die Augen davor verschließen, dass die Familien der deutschsprachigen Gemeinschaft mit schulpflichtigen Kindern auch sehr großen Ausgaben in den letzten 15 Monaten entgegengestellt waren. Danke.